Ja, hi, willkommen. Mein Name ist Daniel LP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Tales of Xillia. Ja, geil. Und ja, immer noch auf der Suche nach der letzten Teufelsbestie. Ich weiß, wo sie ist. Bitte haut mich nicht. Ich habe nachgeguckt, wo sich die letzte Bestie befindet, weil ich absolut keine Ahnung mehr hatte, wo ich noch nachgucken sollte. Ich habe echt überall nachgeguckt, aber irgendwann habe ich dann auch nachgeguckt und dann habe ich vergessen, dass man in Olympus ja auch noch vielleicht nachgucken könnte. Aber ich dachte ehrlich gesagt, all diese Bestien wären in Riesemexia. Deswegen habe ich nicht mal annähernd daran gedacht, dass die hier irgendwo sind. So, und hier ist jetzt ein bisschen belebter, deswegen habe ich hier vorhin noch gespeichert und anscheinend auch nicht umsonst. Weil es gibt Cutscenes. Oh, really? That's wonderful. Wait. Was hat denn für eine Reaktion? You all are too? How did you get here? Hey, can you believe it? I can see now. It's all thanks to this spyrite this lady made for me. They're already making spyrites? This must be Balin's doing. Oh, okay. Wow, hey, Jade Curtis. Amazing. We're getting some very valuable data here. All thanks to the cooperation of these Riesemaxians. Riesemaxianer? Was? Oh yes, many things. For example, we've confirmed that Olympians and Riesemaxians are biologically identical. Really? But I thought Olympians didn't have manalobes. As it turns out, Olympians have the same manalobe region that Riesemaxians do. Waren die nicht auch alle aus derselben Welt irgendwann früher? Waren nicht alle vorher aus Olympians oder umgekehrt? Sometimes you got the lucky ones who can still use arts without Spyrex. It's very, very rare, of course. They're usually famous entertainers or religious figures. So why did your manalobes devolve in the first place? One reason is that we no longer needed to use them once we developed Spyrex. But the biggest reason... Wegen den Sterngeistern. ...all the people with developed manalobes when he created Riesemaxia. Correct. In Legends, this is referred to as the Great Departure. When Riesemaxia's existence was confirmed, and we learned that the legend was true, it was a huge surprise, not just in scientific circles, but to all people of Olympias. So basically, we're all the same kind of human, and we're all from the same world, right? Then I'm sure we can all work together, just like you guys are doing here. Nein. What's the matter? Wait a minute. How did these people get to Olympias? Well, I, Given the current circumstances, there is only one possible explanation. They were brought here under duress after your military invaded Riesemaxia, correct? What's duress? No, no, no. As an Olympian, I apologize for the actions of our military. But I promise you their rights have not been violated. They're cooperating with us of their own free will. What else could we do? There's no way for us to go home. Really? I kind of like it here, to be honest with you. Back there, I was just a fisherman. But here, I can help save an entire world. If this research succeeds, the repercussions will be huge. Right, Dr. Balin? Absolutely. And I'll make sure you're properly rewarded for your cooperation. We don't need your rewards. Just get us back to Riesemaxia. I know what we're doing here could help the people of this world. But is it so crucial that you had to rob us of our lives? Ihr könnt doch jederzeit durch diesen Spalt wieder gehen. I do understand. But we Olympians are quickly reaching a point where we may not survive without help. Please, help us. I'm sorry. No, I shouldn't have said that. This shouldn't have been one of the first things for you to see. I'm sorry. I've never seen Balin so desperate. But the Riesemaxians do have a point. Yeah. In the end, we're all human. Ja, das ist alles sehr traurig, aber wir sind doch wegen was anderem hier. Weil angeblich soll das letzte Viech hier am Dach irgendwo sein. Also ich würde mir eher darum Gedanken machen, anstatt... Ja, ich meine, wenn Riesemaxia, Olympios irgendwann den Bach runtergeht, ist natürlich auch nicht schön, aber ist natürlich auch nicht schön, wenn
Entschuldigung, hier jetzt runter. Ist natürlich auch nicht schön, wenn irgendwie ein Monster hier oben anscheinend drauf ist und euch jederzeit platt machen könnte. Also ich habe jetzt nicht komplett nachgeguckt, wie oder wo das wie ist, aber es soll angeblich am Dach sein. Ich habe nur gelesen, Heliobock Festung Dach. Da ist die Heliobock. Ja, okay. Muss schon sagen. Ja. Wie komme ich zum Dach? Noch ein bisschen grüner. Hi. Da müsste was grün. Hier ist irgendwas grün, was soll das? Ma. Ja, auf der Karte, da ist irgendwas grün, was soll das bedeuten? Bin verwirrt. Hilf mir. Wie komme ich zum Dach? Ich habe den Aufzug genommen, mein Gott. Da wollte ich nicht. Obwohl, hier wollte ich hin, ne? Dach, hier ist das Dach. Ich hätte speichern sollen, ich hier so. Verdammt, nicht mal die am weitesten entwickelten Spikes auf aller Zeiten können sie das Ding etwas anhaben. Hat das Schwert aus dem Monster? Könnt ihr mir sagen, was das für ein Ding ist? Ich habe keinen blassen Schimmer. Es hat mich aus heiterem Himmel angegriffen. Wir haben es mit Spikes auch versucht, zur Abwehr vom Musee entwickelt wurden, aber sie zeigten keine Wirkung. Ihr solltet von ihr verschwinden. Wir werden es im Schach halten, solange wir können. Eine Dame sich selbst zu lassen, das ist Wahnsinn. Genau, nur weil es total vernünftig ist, sich mit einem unzerstörbaren Monster anzulegen. Ach, wir können das. Wir sind Riese Mexikaner. Melanbron. Level 61, ach. Komm ich mal wieder mit ein paar Zauber und bis weg. Und Leia macht das Viech vollkommen fertig. Wir bekommen ja die Waffe von Rome, oder? Ich habe noch gar nicht geguckt, wie die andere Waffe aussieht, ich Idiot. Gott. Ja, nicht auf mich, Mann. Spallschal. Haben wir getroffen? Ja, okay. Gut so. Nein, hey, geblieben. Weg. Er klappt echt mit Rowan. Ich sollte Rowan übersteuern. Ich habe ihn auch verdammt wenig gesteuert. Im Spiel durchlauf. Ich. Danke. Danke, Elise. Bist die Beste. Damit klappt so nicht. So, was? Was haben wir vor, als würdest du irgendwie gar keinen Schaden bekommen? Nein, geh weg! Boah, geh doch weg. Boing. Boah. Ego Beam. Zack. Das ist was. Das hat nicht gemacht. Mein Gott. Ich bin doch viel zu weit weg, Idiot. Boah. Das zieht irgendwie voll wenig ab. Was hast du denn für eine. Ah, Verteidigung B. Boah, das Viech. Hält aber auch gut aus, wie ich gerade merke. Entschuldigung. So. Und. Ich hab das noch. Jawoll. Und noch mehr Eis. Bitte stirb. Grand Finale. Hat das gemacht? Aua. Oh Gott. Verdammt, warum war ich denn nicht mit Dingen zu tun? So, jetzt komm ich. Verdammt, verarschen. Na, was ist los, ha?
Und hack. Oh nee, was? Mila, komm du mal, ich brauch dich. Leia, bitte Elise wieder. Was soll das denn? So, Schweinschrei, bist du noch hier? Ja. Ich rutsch immer unter ihm durch, was soll das? Da fuck. Sieh's. Boah, wie schnell Jude ist. Okay, Leia, du machst irgendwie einen sehr komischen. Machst irgendwie einen komischen Job, ja. Die Leute hier wieder zu beleben, oh Gott. Und heilen, das ist geil, okay. Dann machen wir wieder weiter so. Ein bisschen Elektro sehe ich gerade erst. Nee, nicht von der Entfernung. Oh, wie lange hat noch gehalten? Nein, das wollte ich gar nicht. Sag, das ihr wollt. Eigentlich wollte ich das nicht. So, das will ich. Oh mein Gott, Mila. Oink. Ah, geh weg. So, komm her. Und zack. Boah, das hat's gebracht. Glaube ich. Und. Ups. Na, die Alliance-Attacke. Bringt's nicht so. Aua, was zum? Okay, komm her. Wo ist Undine? Jetzt Undine. Bams. Nochmal Undine. Bams. Und nochmal. Verdammter Dreck. Und nochmal. Bams. Kann man jemand Elise wiederbeleben? Danke. Boah, wie schnell die beiden sind. Eindruck des Lebens, bitte. Dankeschön. Mehr Erfolg gleich. Nein! Ich bring's nicht mehr. Nein. Neben Endschluss. Und die. Und die. Und die. Boah, ist das ein geiler Angriff. So, nein. Nein! Warum lebst du nicht? Warum wieder, Jude? Okay, komm her. So. So, was noch? Wenn wir schon dabei sind. Luftdruck. Ne, habe ich doch gerade. War. Ja, scheiß drauf. Machen wir noch das hier. Tidal Wave. Nochmal Mystic Art. Moron hat echt seinen Auftritt bei den Teufelsbestien. Bitte stirb. Danke. Ich soll immer noch nehmen. So geht das aber nicht, du kleiner Drecksack. Bams. Und Schwallstrahl. Hat einfach die Vase auf dem Boden. Wäre die Vase eigentlich größer, wenn ich so mache? Ich glaube nicht, ne? Nein, Rowan ist gestorben. Boah, das gibt's doch einfach nicht. Ich bin ihn die ganze Zeit am Steuern. Ausgerechnet jetzt verreckt er.
Oh, das ist bitter. Kommt wiederholen, ne, so geht das doch nicht. Ich kann nicht glauben, dass ihr dieses Ding besiegt habt. Eine elektrisierende Leistung findet ihr nicht. Oh ja, das war ein richtig positiver Schock. Was stimmt denn mit euch beiden? Was stimmt denn nicht mit euch beiden? Die viele Elektrizität muss ihnen das Hirn verbrannt haben. Ist das tatsächlich möglich? Das ergebe Sinn. Vergebt mir, ich stand richtig unter Strom und musste nur ein wenig Spannung ableiten. Ich bin wirklich beeindruckt, dass ihr ein so mächtiges Monster besiegen konntet, ohne Spyrix einzusetzen. Ach, das war gar nichts. Meine einzige Sorge war, dass es nicht lange genug bleiben würde, um ihn zu verletzen. Um ihn den letzten Schlag zu versetzen. Wie komme ich auf den letzten? Ich befürchte, es könnte abhauen wie ein Blitz. Jetzt bin ich derjenige, der schockiert ist. Vielleicht hat der Blitz Rons Urteilsvermögen doch beeinträchtigt. Ich glaube, der hat stärker zugeschlagen als das Monster. All diese harte Arbeit und jetzt wirken wir wie eine Horde Idioten. Mein Gott, lass doch Ron den Spaß. Okay. That was the last of them. We've eradicated all of the extant devil's beasts. Indeed. Ja. The last remnants of the Battle of Fezabel. After 20 years, I'm glad we were finally able to put them to rest. Jetzt kannst du wirklich sterben, ne? Ist doch schon tot. It was a win-win. We got a twofer. They sure weren't easy to find. Ja, die haben nur irgendwie nichts gemacht, die Waffen. The devils were in the details. Jude, seriously? Alvin, what's wrong? It's probably nothing, but don't these weapons seem a bit strange to you? In what way? I don't know quite how to put it, but they feel like they're not as impressive as they should be. Richtig. These are weapons forged by men, but wir sind uns mal einig, das gibt's nicht. Maybe the old man who told us about the devil's beast knows something. That's true. We can head back to Sapstrath Sea Haven to see him. Perhaps he can tell us more about these devil's arms. Oh nein. Ich sehe schon, wohin das führt, ey. Lass mich raten, die Waffen müssen irgendwie entfesselt werden. Und wegen des Sheraton. Und bekommen erst ihre maximale Stärke, wenn man den optionalsten Boss hier erledigt. Der stärkste Gegner im gesamten Spiel ist. Und ja. Wofür man dann anscheinend nicht mehr die Waffen braucht. So war es jedenfalls in Tales of the Abyss, was ich richtig blöd fand. Muss jetzt erst den stärksten optionalen Boss im Spiel erledigen, dann konntest du die Waffen sozusagen verstärken. Was einen natürlich nichts mehr bringt, weil man ja schon den verdammten stärksten Boss im Spiel erledigt hat. Was soll man dann mit den Waffen? Das verstehe ich nicht. Das haben sie irgendwie blöd umgesetzt in Tales of the Abyss. Ich sehe ja schon, wohin das jetzt hier führt. Aber egal. Eieiei. Oh, bitte, die sollen das nicht so machen, das wäre richtig blöd. So, wie ich Alvin jetzt kenne, habe ich überhaupt keine Ahnung. So, aber hier. Jum. Ich achte schon gar nicht mehr auf so weit, was ich hier auflevel. Das ist schon ein bisschen traurig. Aber nur ein bisschen. So, Leia, du hast ein paar FP bekommen. Psyche, her damit. Schaltungsverlängerung und mehr geht nicht. Na gut. Dann würde ich sagen, ich beende den Part hier. Wow, 19 Minuten. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Wow, Level 62. Das sind zwei Level Unterschied. Und wir sehen uns dann im nächsten Part von Let's Play Tales of Xillia. Wo wir dann zum alten Mann gehen, der wahrscheinlich mehr weiß über diese Teufelsbestien. Ja. Dann bis zum nächsten Part. Tschüss. I've no excuse for my performance. Age must have dulled my combat skills more than I'd realized.